In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie die Navigationswerkzeuge für Dreamplan verwenden. Die Navigationswerkzeuge für Dreamplan sind in der unteren linken Ecke Ihrer Ansicht. Sie werden aktiv, wenn Sie die Maus darüber ziehen. Verwenden Sie die großen Auf- und Abpfeile, um nach oben oder unten zu schwenken. Verwenden Sie die gebogenen Pfeile, um die Ansicht nach links oder rechts zu drehen. Mit den kleineren Pfeilen in der Mitte bewegen Sie die Kamera nach oben und unten sowie nach links und rechts. Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen rechts vom Steuerelement kann man nach oben oder unten zoomen. Die Plus- und Minustasten vergrößern und verkleinern Ihre Ansicht. Sie können die Kamera entweder auf Drehen oder Kreisen einstellen und mit dem Schalter unten links wieder auf die Ausgangsstellung zurücksetzen. Klicken Sie auf das Hilfesymbol, um die Hilfeseite aufzurufen, die die Kamerasteuerung beschreibt. Der einfachste Weg, in Dreamplan zu navigieren, ist mit der Maus. Mit der Maus schwenken Sie Ihre Ansicht. Klicken und halten Sie die rechte Maustaste, während Sie die Maus in die gewünschte Richtung ziehen. Vergrößern und verkleinern Sie Ihre Ansicht durch Scrollen mit dem Mausrad. Mit Klicken und Halten vom Mausrad verschieben Sie die Kamera beim Bewegen der Maus. Sie können auch Ihre Tastatur verwenden. Pfeiltasten bewegen die Kamera in Richtung der gedrückt gehaltenen Taste sowie nach oben und unten. Verwenden Sie die Tasten mit der Bezeichnung Position 1 und Ende, um hinaus und hinein zu zoomen. Für weitere Dreamplan-Tutorials besuchen Sie die auf Ihrem Bildschirm angezeigte Adresse. Viel Spaß und viel Erfolg!